Mein Name ist Stefan Zehr. Ich bin der Chef Logistikführung der Logistikbasis der Armee. Die Logistikführung hat den Auftrag, die ganze Logistik zu führen. Das heisst, wir sind für die Bereitschaft der Logistik verantwortlich. Wenn also irgendeine Formation oder ein Soldat in den Dienst muss, in einen Einsatz oder in die Ausbildung, dann sorgen wir dafür, dass der seine Ausrüstung, das heisst seine Kleider, seine Munition, Waffensystem, aber auch das Essen zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat. Wie immer geht es um Ressourcen und das geht bei uns in der Logistikführung auch so. Um ein Beispiel zu geben, wir haben auf der einen Seite haben wir 4 Kinder bei uns daheim, die am Duschen sind, gleichzeitig. Und alle 4 möchten natürlich ein Tüchli. Wenn ich aber nur 3 Tüchli habe, muss ich irgendwie eine Lösung finden, respektive eine Ressourcenknappheit. Das zeigt sich aber nicht nur bei uns daheim, sondern das spüren wir weltweit momentan. Der grüne Aspekt, der immer wieder ein Thema wird, wo auch wir mit Effizienz und Ökologie damit müssen umgehen. Ich denke, es ist wichtig, dass sich jeder von uns laufend weiterentwickelt. Wenn man aufgibt, gut zu sein, ist der erste Schritt schon, dass man schlecht wird. Jeder soll sich möglichst weiterentwickeln, soll von anderen profitieren. Am Schluss geht es um ein gemeinsames. Bei uns in der Logistikführung geht es nicht darum, dass jemand ganz gut ist und auch das nicht in der ganzen LBA, sondern dass wir miteinander das Ziel erreichen. Ich freue mich, jeden Morgen aufzustehen, insofern, weil ich mit Leuten zusammen ein Resultat erreichen. Miteinander einer Truppe zu dienen, irgendeinen Sinn zu vermitteln, der dann schlussendlich einer Truppe dient, dass sie im Einsatz, in der Ausbildung erfolgreich sein kann. Also gemeinsam versuchen wir das Beste, für das andere können erfüllen. In der Logistikbasis der Armee dienen wir der Truppe. Die Armee dient der Schweizer Bevölkerung.